Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Rauchmelder von Devolo, der zum, den man so für sein Home Control Center nachrüsten kann. So, wir haben halt wieder die Karten mit bei, die lege ich jetzt erstmal weg, die brauchen wir im Prinzip nicht. So. Obwohl hat der eigentlich auch einen Ausknopf? Ah, das ist der. Ach so, das ist gleichzeitig der Ausknopf. Okay. Gut. Dann kann ich das nämlich hier rüberlegen. Auch die Schrauben brauchen wir jetzt nicht. Wir haben wieder eine dicke, fette Batterie mit bei. Das werden wir gleich im Hardware-Video mit einbauen und mal gucken. So. Der sieht so an sich ziemlich groß aus. Also man hat hier die Halterung an sich, das ist die untere Platte und dann wird der hier nur raufgeschraubt oder raufgeklickt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so groß aussehen. Aber der hat auch einen Style, vom Style finde ich den cool. Mit dem Wabenmuster und hier das gleichzeitig eine Taste. Ja, den finde ich vom Style sehr angenehm. So, ihr seht, einfach aufgemacht. Und dann ist praktisch das, was an die Wand kommt, das wird rangeschraubt an die Wand. So oder oben. Und da können wir dann unseren Smart Home Control. Jetzt muss man gucken, wo ist denn hier oben, wo ist denn hier unten. So. So, und können wir den dann da so einfach drauflegen und einrasten lassen. Und wenn wir den Batterie wechseln wollen oder so, haben wir dann nur das Ding in der Hand. Dann haben wir hier den Batterieschacht an sich. Der ist jetzt. Ach, der hat so eine Sicherung drin, ne? Zeigt er uns das auch irgendwo an. Wir haben hier nämlich so einen roten, seht ihr das? So ein rotes Ding da drin, ne? Mit so einer Feder oder Silberschnur. Ich denke mal, der zeigt an, wenn der Kontakt, der muss runter, dass der Kontakt geschlossen ist. Plus ist da. Ah, jetzt hat es auch geleuchtet. Jetzt hat die Taste hier auch geleuchtet. Seht ihr das vielleicht so, ja? Der leuchtet. So, aber da werden wir dann doch nochmal sicherheitshalber die Anleitung nehmen. Ob der jetzt schon von Anfang an gleich betriebsbereit ist oder ob ich da irgendwas machen muss. Die sind untereinander vernetzt mit, also wenn ihr mehrere Rauchmelder habt und ihr seht, oben brennt, dann sagt ihr euch unten auch an, dass es brennt. Was haben wir hier? Hier haben wir dann nochmal eine Taste. Nehmen einen Fühler. Dann haben wir hier das Ding. Aha. Sieht sehr interessant aus. Das ist ja das erste Mal, dass ich sowas hier überhaupt habe, so einen Rauchmelder. Aber es scheint so, als wenn der gleich betriebsbereit ist. So wie es aussieht. Und das können wir auch nochmal drehen, steht da drin irgendwie. Ich habe auch keinen Bock, das Ding kaputt zu machen. Ich bin mal gespannt. Aber es bleibt kein Licht übrig. Also wir sehen, doch ab und zu blinkt da mal so ein bisschen rötlich, aber ganz dezent. Ich bin mal gespannt. Jo, ist nicht viel, was mit bei ist, aber es soll wohl sehr gut funktionieren laut Videos und laut Anleitung. Wir werden uns jetzt im nächsten Video wiedersehen. Da werde ich auch mal ein Hardware-Video machen, Hardware-Check-Video machen. Werde mir meine Dampfgeräte nehmen und dann werden wir mal hier das Ding andampfen und mal gucken, ob er auslöst oder nicht auslöst. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.